Herzlich willkommen zu Lisas Welt, der Satire zum Mitnehmen von Report Mainz. Lisas Welt ist der Kinderblick auf die große Politik. Lassen Sie sich überraschen, was Lisa dieses Mal zu sagen hat. Es waren einmal ein kleiner Wolf und eine kleine Tigerin. Die lebten am Maschsee. Uns geht es gut, sagte der kleine Wolf, denn wir haben alles, was das Herz begehrt. Aber eines Tages schwamm eine Kiste vorbei. Die Kiste roch nach Champagner. Und die kleine Tigerin sagte, das ist das Land meiner Träume. Lass uns ins Champagnerland gehen. Aber leider hatten sie gar kein Geld. Da sagte der kleine Wolf, wenn man einen Freund hat, der eine Frau hat, die Geld hat, braucht man sich vor nichts zu fürchten. Aber Großburgwedel roch nicht nach Champagner. Da sagte der kleine Wolf, wenn man einen Freund hat, der ein Auto zu Aufsichtsratskonditionen besorgen kann, ist man schon so gut wie im Champagnerland. Aber damit brauchen wir viel zu lange, bis wir da sind, sagte die kleine Tigerin. Da sagte der kleine Wolf, wie gut, wenn man einen Freund hat, der ein Flugzeug hat, weil in der Business Class riecht es immer nach Champagner. Und man ist ganz schnell im Champagnerland, wo alle nach Champagner riechen, weil sie darin baden. Deshalb hat der kleine Wolf auch nicht gemerkt, dass er anfängt, ein bisschen unangenehm zu riechen. Und die kleine Tigerin sagte, oh, wie schön ist Champagnerland, da gehen wir nie wieder weg. Aber satt waren der kleine Wolf und die kleine Tigerin immer noch nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. Lisas Welt sehen Sie in Report Mainz, alle drei Wochen im Ersten und natürlich im Internet unter reportmainz.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.